Marianne Landlande, aus dem Wachauer Landlande. Sicher erinnern Sie sich noch an das Mariandl aus dem Wachauer Landl. Jetzt folgt Mariandls Heimkehr. Ein neues Kapitel aus Mariandls Lebensgeschichte. Liebenswert und stimmungsvoll wie der erste Mariandl-Film. Ich bringe euch hinaus mit meinem Wagen. Doch, Opi. Wir fahren mit dem Gustl. Bitte gut, du willst vor, aber... Wir geben uns jetzt einen Kuss, hm? Länger. Länger? Schließlich ist der Hofer der fescheste Mann von ganz Wien. In Ihren Augen, Franzi. Na, nicht nur, Frau Hofer, Sie hätten sehen sollen, wie die Frauen ihm nachgelaufen sind. Na, soweit ich mich erinnere, sind Frauen sehr empfänglich für Liebesbriefe oder Gedichte. Wissen Sie, was das Mariandl da sagen würde? Mann, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ja, die einzige Frau, die zu mir gepasst hätte, hat mich ja leider nicht wollen. Bitte, Gustl, über dieses Thema... Schluss, aus, erledigt. Selbstverständlich sind sie alle wieder dabei. Conny Frobös, Rudolf Brack, Waltraud Haas, Gunter Philipp, Peter Weck und Hans Moser. Conny singt ihre neuesten Erfolgsschlager. Zwei kleine Italiener am Bahnhof, da kennt man sie. Sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Was spielt sie denn, unsere Marianne? Schubert, Forellenquinte. Forellen? Ja, Fisch. Heute ist Freitag. Nicht so, weil ich mir den Kopf nicht dem Kind helfen können. Du, ob ich mit dem Füller rede? Mit dem Füller will ich nichts zu tun haben. Also bitte, weißt du einen anderen Ausweg? Na ja, Sir. Na was? Also dann lass mich die Sache in die Hand nehmen. Ja, sehe ich recht, Sie trinken? Ja, natürlich, oder haben Sie geglaubt, ich bin ein Glasbläser? Ach, sowas aber ganz grün. Das wäre mir bei meinem Wein nicht passiert. Ja, weil du sehr viel Wasser drin hast. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, wenn sie auch träumen. Von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Wenn sie mich nicht sofort loslassen, können sie was erleben. Das will ich ja. Au! Da habe ich einmal einen Unfall gesehen. Nicht so viel reden, fangen Sie gleich an. Legen Sie mal die Tür am Bauch. Warum? Nicht so viel Fragen, helfen. Ach so, ja, stecken Sie da die Füße durch. Das macht sich immer gut. Es ist alles aus. Ich habe Peter den Verlobungsring zurückgegeben. Ja, warum denn, um Himmels Willen? Nein, ich wollte ihn heute abholen und da hat er sich wieder heimlich mit dieser Muschi getroffen. Ihr Mann hat mir ins Herz gelegt, sie nach Hause zurückzubringen. Das geht nicht. Das muss doch hier erst alles in Ordnung gebracht werden und dann kann ich doch den Windischgruber nicht allein lassen. Ah, Ihren Mann schon? Mir scheint, meiner Frau sind alle anderen Menschen wichtiger als ich. Sie kann mich doch nicht allein lassen. Wieso? Du hast doch mich. Herz und Humor spielen in dieser zauberhaften Liebesgeschichte die Hauptrollen. Und die herrliche Landschaft der Wachau gibt den wirkungsvollen Rahmen dazu. Freuen Sie sich auf Mariandls Heimkehr.